So, und jetzt zuallererst eine Frage von mir, und zwar, Schnitt, bitte gehen. Das kostet 100 Euro, ihr Nacken. Servus Leute, ich bin's, der Wandprofi. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute zu Besuch bei einem meiner Kunden und ich wollte euch ein paar Oberflächen zeigen, die wir hier gestaltet haben. Und ja, vielleicht kriegen wir auch ein Interview vom Geschäftsführer hier. Wir sind im Küchenstudio Braun in Frankenthal. Ich verlinke euch das Küchenstudio auch unter dem Video. Wenn ihr selber auch eine Küche sucht, seid ihr hier richtig, aber mehr gibt es jetzt in dem Video. Viel Spaß! So, kommen wir zur ersten Wand, und zwar ist das die hier direkt hinter mir. Vorher eine Frage von mir, und zwar, was haben diese Kaffeebohnen bzw. Kaffeepulver mit dieser Wand zu tun? Das erkläre ich euch, und zwar haben wir die Oberfläche nochmal mit Kaffeepulver und einer Lasur haben wir aufgepustet. Ja, das ist eine ganz interessante Technik, das hat auch Spaß gemacht, man sieht dementsprechend danach auch aus. Die Oberfläche, also nochmal einzelne Roststellen und nochmal mehr Tiefe reingebracht. Ja, ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Sehr interessant, wir haben die Oberfläche auch in drei Platten aufgeteilt, dass das Ganze nochmal ein bisschen authentischer aussieht. Und entlang der Stöße, die wir mit einem Fugenband eingearbeitet haben, nochmal so Nieten angebracht. Ja, die werden aufgeklebt und dadurch sieht das Ganze aus wie jetzt drei Stahlplatten nebeneinander. Es sieht doch sehr auch hier mit der Deko ziemlich gut aus, gefällt mir sehr gut. Und ja, ich zeige euch jetzt die nächste Optik. So, jetzt die zweite Oberfläche, die ist direkt hier hinter mir, und zwar haben wir hier eine, Achtung, hier geht was auf. So, hier geht es wieder zu. Und zwar haben wir hier eine Betonoptik gemacht. Die habe ich hier ums Eck gespachtelt. Ich habe auf der Seite das in sechs Platten aufgeteilt. Ja, das ist so durch, das soll so eine Schalungsfugen, Schalungsplatten darstellen. Lunker habe ich hier mit eingebaut, dass das Ganze nochmal so ein bisschen rustikaler aussieht. Das passt sehr gut hier in die Gesamtoptik rein. Und ja, wenn ihr. Stech gerade, sorry. Nee, wir filmen gerade, kein Problem. Mach einfach, ich mache hier weiter. Genau, also das sind drei Arbeitsgänge. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann könnt ihr das hier unter dem Link ganz gerne machen. Auch wenn ihr Fragen habt, gerne unter das Video. Ich versuche immer auf alles einzugehen. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Nahaufnahmen, wie das Ganze aussieht, und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir hier im dritten Raum. Das ist das Büro vom Chef, haben wir auch komplett umgestaltet. Die Wände waren vorher alle schlicht weiß, die Decke war weiß. Jetzt haben wir hier im Hintergrund die Rückwand haben wir in Betonoptik gemacht und auch die Decke. Ja, das heißt, das Ganze sieht aus, als wenn das so aus einem Guss wäre. Hier haben wir eine Wand, die zeige ich euch jetzt, weiß gelassen, glatt weiß gespachtelt, so dass wir einen schönen Kontrast haben zur Decke. Die Außenwand haben wir komplett freigelegt, das ist Mauerwerk sichtbar, ja, dadurch haben wir auch so einen sehr authentischen Loftcharakter. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Nahaufnahmen, gefällt mir sehr gut. Hier, das ist glaube ich mein Lieblingsraum hier in dem Studio. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. So, ich habe jetzt den Geschäftsführer aus dem Küchenstudio Braun hier neben mir sitzen, habe auch ein, zwei Fragen, die ich noch gerne stellen würde. Tommy, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Dass ich hier war, ist jetzt schon ein paar Wochen her, vielleicht sogar Monate. Wann war das? Ja, war bestimmt schon. Zwei, drei Monate. Ja, zwei, drei Monate. Mehr. Auf jeden Fall sind seitdem schon ein paar Leute hier durch das Küchenstudio gelaufen. Hast du Kundenfeedback? Hat sich irgendwas geändert? Vielleicht erzählst du ein bisschen. Ja, erstmal vielen Dank für die großartige Arbeit hier im Studio. Gerne. Es hat sich eine Menge getan. Ich hatte einen Kunden, da haben wir einfach mal so ein Feedback-Gespräch geführt, nochmal beim Kunden vor Ort. Und der Kunde hat von sich einfach erzählt, wie es für ihn war. Er kam hier rein und hat einfach gemerkt, wir hatten gerade die Wand da oben. Die wurde gerade fertig. Ja, die Betonoptik. Ja, Betonoptik. Da kam hier rein und irgendwas ist hier anders.
Es ist nicht 0815, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist im Raum. Was ist es? Ja, und das ist das Spannende, die Leute kommen rein und du hast diese Highlights dezent verpackt, ja. Irgendwo als Hintergrund noch aus, wie eine Stahlwand oder eine Beton. Beton ist ja jetzt erstmal unauffällig, ja. Aber gerade durch die Kombination, durch ein Highlight mit der Lampe auf dem Beton, deswegen ist es nicht zu unterschätzen, was du da hinten dran machst. Das sind gerade diese ganzen Sachen, die es die später besonders machen, ja. Und was wir halt machen, diese Anregungen mitgeben, und das kann der Andreas auch sehr gut mit seinen Oberflächen, gerade diese Ergänzung zur Küche, die Ergänzung zum Raum. Weil ein Raum ist nicht nur weiß, ein Raum hat so viele Facetten und das kannst du gerade damit machen, ja. Die brauchen Inputs und die kriegen sie bei dir. Also schau den Raum an, schau euch den Raum an. Ja, vielen Dank für dieses coole Feedback, das freut mich. Wenn ihr das auch für euch zu Hause haben wollt, vielleicht für euer Geschäft, für euer Studio, für was auch immer, dann scheut euch nicht. Ich poste euch einen Link zu meiner Homepage unter das Video in die Videobeschreibung. Schreibt mir, ruft mich an, meldet euch, dann machen wir gerne einen Termin aus. Wenn ihr nicht aus dem Raum Mannheim kommt, sondern irgendwo anders in Deutschland wohnt, ist das auch kein Problem. Ich bin in einem Maler-Netzwerk. Da sind wir deutschlandweit vertreten mit sehr talentierten Malern, die auch solche kreativen Wandgestaltungstechniken bei euch zu Hause machen können. Und ja, da findet ihr euren Maler. Wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, dann könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und am besten noch ein Häkchen an der Glocke setzen. Ja, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank, Tommy, für das Interview, dass ich hier noch ein paar Aufnahmen drehen konnte. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sicher.